Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Heute mache ich mal ein etwas anderes Video, nicht nur, weil ich die Kamera im Augenblick nicht gebrauche, das kommt vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hier in diesem Video doch noch, dass ich das tue, das weiß ich nicht, im Augenblick nicht, dann mache ich nur eine Audioaufnahme, die ich mit Bildern versehen werde. Es geht vor allen Dingen um das Thema. Es ist so, dass ich in absehbarer Zeit meine Buchlesungen verändern möchte. Ich sag's mal so. Ich möchte keine Buchlesung mehr machen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, wenn ich meine Pläne so durchziehen kann, wie ich das gerne möchte. Das heißt, im Augenblick habt ihr ja gerade den Abschluss, das Doppelgesicht des Papsttums gesehen und verfolgt ihr noch die Lesungen aus dem Buch von Henry Charles Dear über die Inquisition. Das probiere ich auch durchzuführen, also fortzusetzen und nicht nur den ersten, sondern wirklich im Endeffekt alle drei Bände zu lesen. Das brennt mir immer noch unter den Nägeln, aber es brennt mir halt so vieles unter den Nägeln. Und man darf ja nicht das tun, was man selbst will, sondern man soll das tun, wo der Heilige Geist einen zuleitet. Und ich hatte schon einmal Videos gemacht mit dem Titel Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Da war ich auch nicht unzufrieden mit, aber diese Videos kann man verbessern. Diese Videos handeln von der futuristischen oder Zukunftslüge, nämlich der Zukunftslüge eines A, zukünftigen Antichristen, B, einer zukünftigen siebenjährigen Trübsal, die die Menschheit überkommen wird, und eine Entrückungslehre, dass die Kirche Gottes, die Braut Jesu, hier auf dieser Erde entrückt wird, vor dieser Trübsal, während dieser Trübsal oder nach dieser Trübsal, je nachdem, wie man das beschaut. Gerade im englischen Sprachraum auf dieser Welt sind diese Left Behind, wie man das nennt, Serien sehr populär. Abermillionen Bücher wurden verkauft und die Filme davon millionenfach angeschaut. Da könnt ihr euch gerne mal selbst drüber informieren. Ich kann hier in dem Video auch mal Bilder einblenden von den verschiedenen Büchern, die unter anderem auch wir erwähnt haben in der Buchlesung, die ich mit Tom Fress in Englisch mache, End Time Delusions. Nun, dieses Buch End Time Delusions, das ich mit Tom Fress gelesen habe und noch am Lesen bin, wir sind bei über 40 Teilen im Augenblick, heute am 9. April, wir machen das einmal pro Woche, und dieses Buch beschäftigt sich im Grunde mit dem, was Tom Fress die letzten 15 Jahre in seinem Ministerium Inquisition Update immer gemacht hat, nämlich das Bloßlegen der jesuitischen Lüge oder der römisch-katholischen Lüge, das kann man jetzt sehen, wie man will, das ist ein und dasselbe, der Lüge der Nichterfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel aus dem Buch Daniel in der Bibel, Kapitel 9, und da vor allen Dingen die Verse 24 bis 27. Das ist der Schwerpunkt von Toms Ministerium. Und das ist deswegen der Schwerpunkt von Toms Ministerium, weil es sich wirklich um die größte Lüge seit dem Garten von Eden handelt. Nun muss man erst mal begreifen, was ist denn die größte Lüge seit dem Garten von Eden? Was ist denn die Lüge im Garten von Eden? Die Lüge im Garten von Eden ist, dass die Schlange an die Frau herantrat und ihr sagte, oder sie ihr die Frage stellte, ja, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von jedem Baum in diesem Garten essen? Aber natürlich dürft ihr das und ihr dürft auch von dem verbotenen Baum essen, denn er wird euch die Augen öffnen und ihr werdet die Wahrheit erkennen, ihr werdet Gut und Böse unterscheiden können und ihr werdet sein wie Gott. Das ist die große Lüge. Der Mensch kann sich selbst zu Gott erheben. Und heute leben wir in einer Welt, in der wir unter anderem das Papsttum haben. Entschuldigung. Und der Papst hat sich selbst den Titel zuerkannt, neben vielen anderen Titeln, auch wenn er jetzt den Vicarius Filii Dei vielleicht nicht mehr offiziell trägt im Moment. Da gibt es ja wohl die Gerüchte, dass er den in bestimmten Publikationen abgelegt hat. Aber der heißt nichts anderes als Stellvertreter Jesu Christi oder Stellvertreter von Gott auf Erden. Also, der Mensch erhebt sich zu Gott. So, durch diese Lüge und die Untreue zu unserem Schöpfervater ist die ganze Welt in Ungnade vor dem Vater gefallen und musste eine Sühne dafür gemacht werden.
Diese Sühne lag darin, dass im Endeffekt es darauf hinauskommt, dass der Vater im Himmel seinen eigenen Sohn geschickt hat, um nach der Menschwerdung ans Kreuz zu gehen und sein Blut für die ganze Menschheit zu vergießen und darum die Sünden zu vergeben. Ich reiße das jetzt hier wirklich nur oberflächlich an. Ich habe jetzt nicht die Absicht, in diesem Video da intensiv drauf einzugehen. Da komme ich in einem anderen Punkt dazu. Jedenfalls ist es so, dass vor knapp 2000 Jahren Jesus Christus kam, wie er angekündigt wurde, an vielen Stellen in der Bibel im Grunde. Er wurde minutiös angekündigt mit seinem Zeitpunkt, was er dann machen würde und wie lange seine Lehre, sein Ministerium hier auf dieser Erde dauern würde, wurde ganz genau angekündigt in Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Und die römisch-katholische Kirche, die eine Gegenkirche zu Gott ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, hatte sich zur Aufgabe gemacht, eben diese Lehre total zu verdrehen, ihr einen ganz anderen Sinn zu geben und damit die ganze Welt in einer Lüge leben zu lassen, vor allen Dingen was die Person des Antichristen, des Sohn des Verderbens, des Menschen der Sünde oder des Mannes der Sünde angeht. Wie gesagt, ich will da auch jetzt auch nicht zu viel drauf ein. Das tue ich dann in meiner Lesung und Besprechung. Denn ich habe, wie gesagt, mit Tom Fress lese ich das Buch Endtime Delusions, das auf Deutsch heißt der Endzeitwahn. Nun, in Deutsch nehme ich mir aber nicht die Zeit, das ganze Buch zu lesen, sondern da lese ich lediglich den vierten Abschnitt, der meines Erachtens der wichtigste ist und vor allen Dingen für das deutsche Volk das wichtigste ist. Das wird, ich dachte eigentlich früher, dass Romanismus und die Reformation meine wichtigste Lesung wird, das Buch, das damals Bruder Maximilian ins Deutsche wunderbar übersetzt hat und das ich auf meinem Kanal gelesen habe und was ich auch heute immer noch neben der Bibel das wichtigste Buch für jeden bibelgläubigen Christen finde, um gelesen zu haben. Aber ich glaube, dass diese zukünftige Lesung noch viel wichtiger wird, weil sie denjenigen, die wirklich dann spätestens durch diese Lesung und durch die Leitung des Heiligen Geistes Augen bekommen zu sehen und Ohren bekommen zu hören, auf einmal verstehen werden, in was für einer Welt wir wirklich leben. Ja? Und das liegt mir unglaublich am Herzen. Und vor allen Dingen nimmt es auch eine ganz große Schuld von dem deutschen Volk, die uns immer wieder aufindoktriniert wird. Sie wird unser Verständnis in vielerlei Hinsicht komplett umwerfen. Ja? Deswegen habe ich auch eine kleine Beschreibung zu diesem Buch oder zu dieser Lesung gemacht, die ich bringen werde. Und das kann ich euch gerne mal eben vorlesen. Das ist eine Beschreibung, die steht in der Spielliste. Wenn die Videos dann kommen, sind die wie immer in einer Videospielliste zusammengefasst. Und in der Beschreibung dieser Spielliste steht Folgendes. Romanerfolge wie die finale Serie, die Left Behind Serie englischsprachiger Bücher und Filme, die ich bereits auch Anfang dieses Videos erwähnte, und die entsprechenden Filme prägen über weite Strecken das Endzeitverständnis vieler Christen. Die dort vermittelten, zwischen Anführungszeichen, Wahrheiten scheinen kaum mehr Widerspruch hervorzurufen oder hinterfragbar zu sein. Aber ist wirklich damit zu rechnen, dass führerlose Flugzeuge abstürzen, weil gläubige Piloten auf einmal verschwinden in der sogenannten Entrückung? Wird ein künftiger, zwischen Anführungszeichen, Mr. Diabolo oder Herr Teufel die Weltherrschaft an sich reißen, sich in einen wiedererbauten Tempel setzen und vorgeben, er sei Gott? Verständlich und biblisch korrekt deckt der Autor die schwerwiegendsten Fehler auf, die den populären Endzeittheorien innewohnen. Dabei geht es um die Themen wie die Entrückung, die 7 Jahre währende Trübsalszeit, den Antichristen sowie, und das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, den neuzeitlichen jüdischen Staat. Dabei stellt das Buch eigentlich nichts Neues dar, befindet sich der Autor doch in guter Gesellschaft, denn er hat, neben dem biblischen Befund, auch die Mehrheit der anerkanntesten Bibellehrer quer durch die Kirchengeschichte hinter sich. Das Buch verleidet dem Leser keineswegs die Hoffnung und die Vorfreude auf das Kommen Jesu, ganz im Gegenteil. Aber es hilft, das latente Unbehagen zu überwinden, das manchen ernsthaften Christen befällt, wenn er etwa an seine Stellung zum Staat Israel denkt oder an die ominösen, zwischen Anführungszeichen, letzten 7 Jahre, in dem es diese Dinge in einem nachvollziehbaren, biblisch schlüssigen Kontext stellt.
Soweit die offizielle Beschreibung des gesamten Buches der Endzeitwahn. Wie ich bereits sagte, beschränke ich diese Serie und Lesung jedoch auf den letzten, den vierten Teil des Buches, der getitelt ist Israel – Trugschlüsse. Das komplette Buch wurde von mir in Englisch zusammen mit Tom Fress gelesen, oder ich bin dann noch mit bei, ja, wir sind aber schon weit über die Hälfte. In Deutsch beschränke ich mich auf das Wesentliche, eben diesen letzten Teil. Wer oder was ist Israel im wahren biblischen Verständnis? Und gibt es eine biblische Legitimation des neuzeitlichen Staates Israel? Was ist der Grund der Judenverfolgung durch sogenannte Christen, wenn doch in der Bibel geschrieben steht, dass die zu Christus bekehrten Heiden aufgefordert werden, die Juden zur Eifersucht zu reizen? Wir lesen das in der Bibel im Kapitel, also im Buch Römer, Kapitel 11, Vers 11. Es steht geschrieben: Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht, also zum Nacheifern, zu reizen. Ende Zitat. Und da gehen wir auch in der Lesung nochmal sehr tief drauf ein. Ist die Welt und das wahre Israel betrogen durch gewiefte, listige Falschlehrer? Ist die ganze Welt nur ein Theater? Wenn ja, was passiert hinter den Kulissen? Genau das werden wir hier besprechen und das Gehörte wird den meisten nicht gefallen, deswegen werden auch Kommentare unter diesen Videos nicht zugelassen. Ihr könnt mich aber immer direkt erreichen über meinen Reddit-Account und der ist natürlich in der Beschreibung der Videos auch mit zugefügt. Das ist also mehr oder weniger mein Ziel mit der Lesung des Teiles des Buches Endzeitwahn aus dem Englischen End Time Delusions, ein Buch von Steve Wahlberg. Und ja, ich weiß, dass Steve Wahlberg ein Sieben-Tags-Adventist ist. Ich habe aber, soweit wir bis jetzt in der Lesung im Englischen Sieben-Tags-Adventistenlehre getroffen haben, da deutlich mein Unbehagen mit deutlich gemacht, habe die Sieben-Tags-Adventistische Lehre auch bloßgestellt und habe sie geschichtlich, protestantisch korrigiert. Da ging es aber bis jetzt nur, und das ist in dem ganzen Buch auch so, da gibt es weiter keine Sieben-Tags-Adventistenlehre, das geht hauptsächlich um das Verständnis der 1260 Jahre Regierungszeit des Antichristen, die in der Sieben-Tags-Adventistenlehre gelehrt wird zwischen 538 nach Christus bis 1798 nach Christus. Ich bin da schon in Romanismus und die Reformation drauf eingegangen. Ich bin dann nochmal drauf eingegangen in, ich glaube, Babylon-Mysterien-Religion, sicherlich aber in das Doppelgesicht des Papsttums. Das ist eben von 606 bis 1866 von vielen Protestanten die Lehre gibt, dass das die Zeit der Regierung des Antichristen ist. Und ich bin im Augenblick, werde ich mich damit beschäftigen, ein Buch von James Edgar Wiley, der ja auch das Doppelgesicht des Papsttums verfasst hat, zu lesen, also zumindest ein Kapitel darin zu lesen, das 17. Kapitel, wo es auch um die 1260 Jahre geht. Und da gibt es sogar dann noch eine dritte Zeitspanne. Das interessiert mich sehr, weil das habe ich schon mal woanders gehört und finde ich sehr, sehr spannend, wo nämlich gesprochen wird, dass diese 1260 Jahre, die Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, 42 Monate oder dreieinhalb Jahre, je nachdem, an welcher Stelle in der Bibel man über diese Prophezeiung liest, hat das eine andere Benamung, also wie ich gerade eben sagte, wo das besprochen wird. Und da geht es um die Zeitspanne zwischen 800 nach Christus und 2060. Dann wären wir dann nämlich immer noch mittendrin. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also, dieser Endzeitwahn, der Titel des Buches von Steve Wahlberg, da interessiert mich der vierte Teil von, das ist vor allen Dingen der vierte Teil, den ich sehr tiefgehend studieren werde und den ich euch dann vortragen werde. Da gehört aber eine ganze Menge Vorbereitungszeit bei. Ich habe dafür schon zum Beispiel das Kapitel 27 und das Kapitel 32 aus dem Buch Genesis, also erstes Buch Mose, komplett ins Deutsche übersetzt, aus der König-James-Bibel, um eben dafür eine korrekte Übersetzung zu haben.
Ich habe schon andere Bibelstellen übersetzt, die wichtig sind, und ich werde noch eine ganze Menge Bibelstellen übersetzen müssen, die der Autor in dem Buch erwähnt, weil in dem Buch der Endzeitwahn hält der Autor sich nicht an korrekte Bibeln, sondern er gebraucht verfälschte Bibeln. Oder in diesem Fall die Übersetzer. Ja? Und das akzeptiere ich nicht. Wenn die Bibel irgendwo zitiert wird, dann ist es immer die Originalversion, die Authorized Version, also die autorisierte Version der 1611 König James Bibel, die ich dann eigenhändig, auch mit Hilfe von Brüdern und Schwestern, ins Deutsche übersetzen werde. Wir werden wahrscheinlich nie die ganze Bibel übersetzen, da geht es auch nicht drum, aber wir werden sicherlich die Punkte übersetzen, die im deutlichen Widerspruch zur Wahrheit stehen. Das heißt, wo im Deutschen nur eine Übersetzung zur Verfügung steht, die nicht korrekt sich an den originalen Text hält. Ja? Ich kann euch da ein kleines Beispiel von geben und das werde ich euch dann gleich mal vorlesen. Muss ich nur mal eben sehen, dass ich eben das Papier öffne. Ich habe hier die König-Jakobus-Bibel, meine Übersetzung, hier eben mal, nehme ich ihr eben zur Hand. Und da muss ich mal eben im Alten Testament zu dem Buch Jesaja gehen. Und da geht es um das Kapitel 14. Das ist ja euch auch bekannt. Da geht es um den Fall Luzifers aus dem Himmel, also die Verstoßung, das Verstoßen des rebellischen Engels Cherubim Luzifer aus dem Himmel. Und im Englischen ist es so unglaublich toll geschrieben, weil da steht eben, da haben wir auch öfter schon in der satanischen Medienagenda von gesprochen, da steht eben drin, dieses fünfmal Ich. Ich werde mich erheben, ich werde sein wie der Höchste, ich werde in den Himmel aufsteigen und so weiter und so weiter. Fünfmal Ich. Das fünfmal Ich hat eine tiefere Bedeutung deswegen, dass wir das Pentagramm kennen, ja, diesen fünfzackigen Stern. Und hat damit zu tun, dass man eben damit Luzifer oder eben den Teufel auch identifizieren kann. Aber es gibt keine deutsche Übersetzung, die sich an die originale König James Übersetzung aus dem Englischen also hält und eben auch diese fünfmal Ich übersetzt ins Deutsche. Das ist aber fürs Verständnis unglaublich wichtig. Wenn das weg ist, dann habe ich ein ganz anderes Verständnis von dieser Übersetzung oder ich habe nicht das richtige Verständnis davon. Ich werde es euch mal eben vorlesen im Englischen. Da heißt es: How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I, das erste Mal ich, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Endet es in Vers 15. Und ich habe das schon selbst ins Deutsche übersetzt, um eben auch diese wichtigen fünfmal Ich-Punkte im Deutschen deutlich zu machen. Dass man eben auch versteht, dass diese fünf immer ein Zeichen ist für die Rebellion des Teufels, ja? Und dass daher eben auch das Pentagramm ganz deutlich abstammt, weil ja eben hier auch erwähnt wird, Luzifer ist der Sohn des Morgens, ja? Und wir wissen vom Herrscher des Bösen, dass der Stern oder Planet Venus in einer achtjährigen Reise eben genau dieses Pentagramm an den Himmel zeichnet. Und Luzifer wird ja mit diesem Stern eben auch identifiziert. Es ist nicht der Morgenstern. Jesus Christus ist der Morgenstern. Da gibt es auch viele falsche deutsche Übersetzungen, die eben hier Luzifer mit Morgenstern übersetzen. Das ist noch ganz furchtbare Falschlehre. Aber hier geht es um den Sohn des Morgens, ja, und eben diesen Planeten Venus, der in einer achtjährigen Laufbahn am Himmel das Pentagramm zeichnet. Fünfmal ich, die fünf Punkte. Und deswegen habe ich es ins Deutsche übersetzt. Und da heißt es dann: Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn des Morgens? Wie bist du zu Boden gefallen, der du die Nationen geschwächt hast?
Denn du hast in deinem Herzen gesagt, ich werde in den Himmel aufsteigen, ich werde meinen Thron über die Sterne Gottes erheben, ich werde auch auf dem Berg der Gemeinde sitzen an den Seiten des Nordens. Ich werde über die Wolkenhöhen aufsteigen, ich werde sein wie der Höchste. Und doch sollst du in die Hölle gebracht werden, an die Seiten der Grube. Ende der deutschen Übersetzung dabei. Und wenn ihr jetzt die Übersetzung der Schlachterbibel da mal nebennehmt oder der Elberfelder oder irgendeiner anderen Bibel, die diese Dinge eben nicht korrekt übersetzt, dann seht ihr direkt und lest ihr direkt den Unterschied. Und dann begreift ihr, warum das Bearbeiten dieses Buches von Spielberg, der Endzeitwahn, selbst in dem nur kleinen vierten Kapitel, so eine große Vorbereitungszeit fragt. Weil ich habe ja auch noch andere Projekte, die ich nebenbei mache und machen möchte. Ich habe noch englische Lesungen, ich habe noch andere deutsche Lesungen und ich möchte eben mich im Augenblick auf zwei oder auf drei Dinge im Deutschen wirklich erstmal konzentrieren. Ich weiß auch, wie ich mein Ministerium danach ausbauen werde, wie ich danach weitermachen werde, weil ich werde nicht weitermachen, mit mir noch andere Bücher rauszusuchen und die Bücher ganz zu lesen, wie ich bereits anfangs sagte. Ich werde mein Ministerium verändern. Aber das sind drei Dinge, die ich erst erledigen will. Das ist einerseits, und das ist die Hauptpriorität dieser, wie haben wir das gerade eben genannt hier, im, der Israel-Trugschluss, ne? Israel-Trugschlüsse, Teil des Buches der Endzeitwahn von Steve Wahlberg. Deswegen lese ich halt nicht die ersten drei Teile des Buches, sondern nur diesen vierten Teil, wo ich natürlich auch lehrmäßig auf die ersten drei eingehe, aber eben die nicht in dem Detail bespreche, wie ich das in der Lesung des ganzen Buches mit Tom Fress mache. Dann möchte ich weiterarbeiten an dem wunderbaren Buch von Henry Charles Lear über die Geschichte der Inquisition. Und da gibt es noch ein drittes Buch, mit dem ich mich im Augenblick gerade beschäftige. Da bin ich im Augenblick in der Vorbereitung auf Seite 20 von 22. Das sind aber doppelte Seiten und altdeutsche Frakturschrift aus 1911. Das liegt mir auch sehr am Herzen, weil das ist eine Fortsetzung dessen, was ich mit James Edgar Wylie, das Doppelgesicht des Papsttums, besprochen habe. Das Buch heißt Roms Ziele in Theorie und Praxis, ist von 1911 und das basiert sich also auf einem Buch oder einem Papier, sage ich jetzt mal, aus dem Jahre 1911, das ich als PDF habe, das mir von einem Unbekannten in einem Videokommentar verlinkt wurde. Dieses Werk beschreibt die Ziele der römisch-katholischen Kirche nicht nur im damals frisch vergangenen 19. Jahrhundert, sondern zeigt auf, dass diese geschichtlich bis an die Wurzeln der Kirche reichen, also gut 1500 Jahre zurück. Und wir sehen ihre Erfüllung selbst heute in 2021 vor unseren Augen. Das ist auch der Grund, warum die Reformation zum Scheitern verurteilt war. Denn diese Synagoge des Teufels, die römisch-katholische Kirche, ist nicht reformierbar. Sie ist auch keine Kirche, sondern eine politische, weltumspannende Macht, die sich unter dem Mantel von Religiosität verbirgt. Dieses Werk, also das da heißt Roms Ziele in Theorie und Praxis, dieses Werk und meine Lesung benennt unzählige Quellen dieser Institution selber, eigene Veröffentlichungen der Kurie, der Päpste und anderer römisch-katholischer Schriftsteller. Dies sind nicht widerlegbare Fakten aus römisch-katholischem Mund. Ich benenne in diesem Buch, was ich sowieso niemals tue, keine Verschwörungstheorien und keine unbegründete antikatholische Bigotterie. Mit dem Verständnis dieses Werkes wird deine Sicht auf die Welt noch verständlicher sein. Ich habe dieses Buch, wie gesagt, fast durchgelesen innerhalb der letzten drei, vier Tage. Ich bin gerade in dem Abschnitt, wo es um die Kontrolle der Schulen, des ganzen Schulwesens der römisch-katholischen Kirche geht, hauptsächlich festgelegt in Konkordaten, also Staatsverträgen, die die römisch-katholische Kirche mit Nationen schließt. Da kommen wir dann auch nochmal drüber. Und über Konkordate habe ich ja bereits ein Video auf meinem Kanal über das deutsche Konkordat, wie ihr euch vielleicht erinnert, das könnt ihr euch auch gerne raussuchen, das findet ihr auf meinem Kanal. Und
Dieses Buch möchte ich erst noch lesen, weil das halt eine Fortsetzung ist des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums. So sehe ich das zumindest. Weil das Doppelgesicht des Papsttums geschrieben wurde Mitte des 19. Jahrhunderts und dieses Buch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wir halt eine Lücke von ungefähr 60 Jahren dazwischen haben, zwischen den Publikationen. Aber der Autor wunderbar die Dinge aufgreift, die James Edgar Wiley bereits angeschrieben hat. Und wir sehen dann auch, wie viele Dinge sich erfüllt haben, von denen James Edgar Wiley gesprochen hat, und wie viele Dinge sich heute in 2021 immer noch erfüllen, von denen der Autor hier 1911 spricht, wenn man es richtig versteht und richtig liest, das Buch. Also es sind wirklich Roms Ziele in Theorie und Praxis. In Theorie, das heißt, wie sie es ausschreiben und dann, wie sie es in die Praxis umsetzen. Und das ist ja eben das Wichtige in unserer Zeit. Wir müssen nicht unbedingt die Theorie der römisch-katholischen Kirche kennen, aber wir müssen die Praxis kennen. Und die lernt man hauptsächlich dadurch, wenn man Geschichtsstudium macht, weil dann sieht man, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, wie in der Bibel bereits geschrieben steht, sondern dass alles schon mal da war. Ja? Die römisch-katholische Kirche erfindet auch nicht jeden Tag das Rad neu, ganz im Gegensatz. Aber sie verpackt es anders. Und dann erscheint es uns neu. Ja. Also, um zum Abschluss dieses Videos zu kommen. Ihr habt in der letzten Zeit auf meinem Hauptkanal Videos gesehen, die letzten Veröffentlichungen der Lesung Das Doppelgesicht des Papsttums von James Edgar Wiley, gefolgt von den Lesungen von Henry Charles Lear. Wir haben heute den 9. April 2021. Ich habe bis heute den 31. Teil, den ich vor etwas über einer Woche eingelesen habe, hochgeladen auf YouTube. Alle nach dem 31. Teil müssen noch produziert werden. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen anfangen, dieses neue Buch oder Büchlein zu lesen, Roms Ziele in Theorie und Praxis, und das dann auf YouTube veröffentlichen und werde dann in der Zwischenzeit meine Studienzeit dazu verwenden, einerseits weiter die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, auch mit Hilfe von meinen Brüdern und Schwestern, wie zum Beispiel dem Michael, dem Alexander, der Renate, die alle schon Übersetzungen oder Kontrollen der Übersetzungen beigesteuert haben, wofür ich auch sehr dankbar bin. Sowas kann man gar nicht alleine machen. Und wie gesagt, es ist auch nicht unsere Absicht, die ganze Bibel zu übersetzen, sondern hauptsächlich die Stellen, die also wirklich Anlass geben zur Verbesserung, weil sie eben nicht vernünftig original übersetzt wurden. Das werden wir machen. Ja, und dann werde ich mich halt weiter mit der Vorbereitung beschäftigen über die Sache von dem Buch von Steve Wolberg, also Betrogenes Israel. Ja, eine Studie deckt die Lüge auf. So werde ich die Abspielliste nennen. Und da wird es eben hauptsächlich darum gehen, dass wir verstehen, dass wir den neuzeitlichen Staat Israel verstehen werden und dass wir verstehen werden, was die Trugschlüsse aus Israel sind. Deswegen der Untertitel davon. Und das wollte ich euch gerne mitteilen. Also dann wisst ihr, was ihr in der nächsten Zeit auf meinem Kanal zu erwarten habt. Und es wird natürlich nicht mehr so einen riesengroßen Ausstoß an Videos geben, wie es das in der Vergangenheit gegeben hat. Das heißt, ich habe ja den Hauptkanal Joggle66 und den Zweitkanal, wo nur deutsche Videos erscheinen. Da werden dann auch mal Videos von früher wieder hochgeladen auf dem Kanal, die woanders bisher erst erschienen sind, um eben das auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Aber ich werde natürlich nicht mehr so wahnsinnig viele Videos in Deutsch produzieren. Das heißt, die Menge der Videos wird ein wenig zurückgehen, wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass ich mit weniger Quantität die Qualität noch ein wenig erhöhen kann, wenn das überhaupt geht. Am wichtigsten ist für mich, dass ihr versteht, dass ich zwar Pläne habe, bestimmte Dinge zu machen, aber dass es eben auch so ist, dass ich diese Dinge erst angehen kann, wenn der Heilige Geist mich dazu leitet, wenn der Heilige Geist mich dazu bringt. Es ist nicht mein Wille, den ich hier mache. Es ist nicht mein Wille in den Lesungen. Der Herr leitet mich zu diesen Wahrheiten und ich muss diese Wahrheiten teilen, aber alles zu seiner Zeit. Ja? Das kennt ihr aus dem Buch Proverbs, heißt es im Englischen. Wie heißt denn das im Deutschen? Im Deutschen heißt das Proverbs das Buch der Prediger. Und das ist halt im dritten Kapitel, da steht,
Und das ist jetzt aus der Schlachterbibel. Ich habe das jetzt nicht aus der König James übersetzt, noch nicht. Ich werde das aber an der König James in der Zukunft auch messen und sehen, ob die Übersetzung korrekt ist, wo eben steht, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und ich will es jetzt auch gar nicht weiterlesen. Es ist ganz wichtig, dass wir halt diesen ersten Satz verstanden. Alles hat seine bestimmte Stunde. Und die Stunde bestimmt nicht der Mensch, sondern die Stunde bestimmt Gott. Und wenn Gott mich dazu leitet, die bestimmten Dinge zu machen, dann wird er mich darin auch unterstützen. Und dann ist es seine Arbeit, die ich durch ihn machen kann und nicht meine eigene. Und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, weil es geht nicht um mich, es geht um Jesus Christus und es geht um den Vater im Himmel. Ja? Für ihn und zu seiner Ehre mache ich diese ganzen Dinge. Nur für ihn. Und deswegen bin ich auf seine Leitung angewiesen. Und wenn ich mir bereits vorgenommen habe, die Trugschlüsse Israels zu bringen, aber da immer wieder andere Dinge mir in den Weg gelegt werden, dann hat das seinen Grund. Und ich lege mich dann dabei, ich gebe mich dann damit zufrieden. Ich sage dann, okay, dann ist es noch nicht die Zeit. Alles hat seine Zeit und der Herr bestimmt die Zeit. Und wenn die Zeit reif ist, wenn die Zeit gekommen ist, dann werde ich das auch bringen. Und ich bin der Meinung, die Zeit ist nahe. Es ist nicht mehr ferne. Deswegen werde ich mich jetzt auf diese drei Dinge, wie gesagt, konzentrieren. Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition. Dann Roms Ziele in Theorie und Praxis. Und Betrogenes Israel, eine Studie deckt die Lüge auf. Erstmal werde ich keine anderen deutschen Bücher in Angriff nehmen. Nebenbei habe ich noch ein paar englische Projekte, die ich laufen habe und die ich durchziehen werde. Aber ich werde keine weiteren deutschen Projekte erstmal annehmen. Und danach werde ich dann sehen, ob meine geplante Neuorientierung die Unterstützung des Herrn findet oder wohin er mich leitet auf dem Weg. So, ich habe hier nichts geskriptet, außer die paar Texte, die ich kurz vorgelesen habe. Ansonsten habe ich alles frei gesprochen. Ich hoffe, es macht doch Sinn, dass ihr den roten Faden in dieser Sendung, in diesem Video erkannt habt. Und ich hoffe, dass ihr mich darin auch weiter unterstützt, wie ihr mich früher darin unterstützt habt. Und ich kann euch nur bitte weiterhin bitten und ans Herz legen, wenn ihr meine Videos gut findet, wenn ihr damit einverstanden seid, wenn ihr die Botschaft darin teilt, wenn ihr euch auch darin zurückfinden könnt und wenn ihr sie gemessen an der Bibel wahr findet, dann bitte verteilt diese Botschaften. Und zwar so viel und weit wie möglich. Ich erhebe keinen Urheberrechtsanspruch auf irgendetwas drauf. Mein Material ist immer frei, jedem gratis zugänglich zu machen. Und deswegen veröffentliche ich auch all meine Arbeiten, entweder auf YouTube-Videos oder aber schriftlich auf archive.org. Meine Bibliothek auf Archive ist ja in der Beschreibungsbox jedes Videos mit einbegriffen. Da kann man das finden und da kann man sich dran bedienen und da kann man alles runterladen und weiterverteilen. Und meine Bibliothek auf Archive hat mich keinen Cent gekostet. Sie kostet euch auch nichts. Jeder ist frei, das dort zu machen. Und je mehr Leute da bestimmte Dinge veröffentlichen oder auf BitChute oder TrueTube oder was weiß ich, welchen Videoplattformen Videos hochzuladen, gratis dann auch noch, desto besser. Je mehr es machen, desto mehr ist die Möglichkeit da, für andere eben auch diese Botschaft zu finden und das Evangelium in der ganzen Welt zu predigen. Genau das, was Gott uns in seiner Bibel zu auffordert. Geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium einer jeden menschlichen Kreatur. Oder einer jeden Kreatur, weiß ich, menschlich hat er jetzt nicht gesagt, einer jeden Kreatur. Ja, das war der rote Faden in diesem Video. Wenn da Fragen zu sind, dann könnt ihr sicher Fragen und Kommentare über dieses Video, unter dieses Video stellen. Und ich werde auch Kommentare, die der Antwort bedürfen, beantworten. Aber wie gesagt, bei der Lesung über das betrogene Israel, die Studie, in den Videos werde ich keine Kommentare zulassen. Weil ich jetzt schon weiß, dass sehr viele Dinge den meisten oder vielen nicht gefallen werden, die ich da bespreche. Und deswegen werde ich mir das einfach machen und werde Kommentare nicht zulassen. Aber wie gesagt, da in der Hinsicht über Reddit erreichen. So, dann danke ich euch hier für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören und Zuschauen, auch das Teilen dieses Videos. Und
Ich verabschiede mich und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einer der bereits angekündigten nächsten drei Lesungen. Und dann bleibt mir nur noch übrig zu wünschen, dass unser Elohim im Himmel euch segnet, behütet und schützt und zu Jesus Christus führt und dass ihr in der Zwischenzeit bitte eure Bibel lest. Wenn ihr in der Lage seid, die englische AV 1611 King James und wenn nicht, ja, dann nehmt das kleinste deutsche Übel, das ist im Augenblick noch die Schlachter und wir werden mit unserer Übersetzung irgendwann kommen und das wird dann auch auf Archive veröffentlicht werden. Bis zum nächsten Mal dann. Gottes Segen. Maranatha. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.